Also in der jüdischen Tradition gibt es zwei verschiedene Sorten von Fasttagen. Einmal den sozusagen 25 Stunden währenden ganzen Fasttag, also von Sonnenuntergang bis in die Nacht des nächsten Tages hinein oder des nächsten Abends hinein. Das ist zum Beispiel der Fall am Yom Kippur, am höchsten jüdischen Feiertag, wo man auch fast diese gesamte Zeit, also am Vorabend vielleicht bis 22 Uhr und am nächsten Tag ab 9 Uhr bis in die Dunkelheit wieder hinein betet, gemeinsam betet und in dieser Zeit eben auch nichts isst, nichts trinkt. Das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass man eben umkehrt, dass man Buße tut, dass man von dem sündhaften Weg, auf dem man war oder ist, dass man von dem ablässt. Also man, es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, das man dann von sich gibt, sondern man steht sozusagen auch als Person dafür. Das geht einher damit, dass man keine Ringe und keinen Schmuck trägt, dass man ein Sargenes trägt, ein weißes, schmuckloses Gewand. Und all das führt sozusagen dazu, dass das Fasten sozusagen auch im äußeren Erscheinungsbild des Menschen einen enthaltsamen Ausdruck findet. Dann gibt es andere Fasttage, zum Beispiel an dem Tag, an dem im Jahr 70 der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Das sind sozusagen halbe Fasttage, will heißen, vom Morgen, wenn man aufsteht, bis zum Einbruch der Nacht wird gefastet, also sozusagen knapp vor Abend dann nochmal gegessen haben. Und da ist es ein Fasten der Zerknirschung, der Trauer über die Zerstörung eben dieses Tempels.